Meine erste Antwort wäre, nicht zu sehr vom Material her denken. Das Material ist sekundär. Das Wichtige in der Vorbereitung ist die Vorbereitungsaufgabe. Die Studierenden müssen eine gute Vorbereitungsaufgabe haben. Die zu entwickeln ist sozusagen die erste Aufgabe, die man sich selbst geben sollte. Welche Materialien man dann nimmt, ist erst in zweiter Linie relevant. Ja, wie soll ich sagen? Dahinter steht die Feststellung, dass wenn man die Materialien zu stark in den Blick nimmt und den Studierenden sagt, schau mal das Video oder lies den Text zur Vorbereitung, dass es relativ oberflächlich passiert. Wenn ich aber den Studierenden sage, das ist deine Vorbereitungsaufgabe, die musst du bearbeiten und die Ergebnisse mitbringen in die Veranstaltung. Und die Aufgabe lautet so etwas wie in dieser Art, fasse die Theorie XY zusammen. Ach so, du weißt gar nicht, du kennst die Theorie XY gar nicht, kein Problem, in dem Text wird es dir erklärt, da kannst du die Informationen rausziehen. Oder beweise folgende Aussage, du weißt nicht, wie du das beweisen sollst, kein Problem, in dem Video habe ich dir ein Beispiel gezeigt, da kannst du dir anschauen, wie es geht und dann kannst du die Beweisaufgabe lösen. Das heißt, die Aufgabe steht im Mittelpunkt, die Studenten müssen die lösen, die müssen es aufschreiben, die müssen das Ergebnis mitbringen, das erhöht sofort die Verbindlichkeit, dass die Studierenden sich tatsächlich auch vorbereiten. Das Medium ist dann eher nur das Informationsmaterial. Informationsmaterial. Und natürlich ist es so, dass ich auch dieses Informationsmaterial brauche, aber das muss ich vielleicht auch nicht unbedingt selbst erstellen. Es schreibt auch nicht jeder sein eigenes Lehrbuch, sondern es werden auch Lehrbücher von anderen eingesetzt. Ich kann also auch durchaus die mittlerweile zahlreich vorhandenen Videos von anderen Lehrenden nutzen, die man im Internet findet. Ich kann natürlich auch selbst Videos produzieren, dann kommt man sofort in die Situation, dass es aufwendiger wird, aber auch das kann man vom Aufwand her reduzieren, wenn ich beispielsweise die Videos nicht zu Hause separat aufzeichne, das ist zusätzlicher Aufwand, sondern wenn ich vielleicht ein Semester lang noch eine klassische Vorlesung halte und dabei die Vorlesung aufzeichne, um dann im darauffolgenden Semester die Vorlesungsmaterialien zu verwenden, dann entsprechende Aufgaben dazu zu erstellen und dann den Inverted Classroom durchzuführen.